Willkommen in der Werkstatt. Heute kläre ich mal die Frage, warum CNC-Maschinen wie die OX-CNC hier einen spielfreien Antrieb für die X- und Y-Achse brauchen, während Fräsen wie die hier, die ich noch mit Handrädern bediene, mit Trapezspindeln, mit einem Spindelspiel trotzdem ganz gut funktionieren, beziehungsweise wo da die Probleme liegen. Das hat nämlich auch mit Gleichlauf- und Gegenlauffräsen zu tun. Eine wichtige Erkenntnis für so eine Fräse hier ist, auch wenn das hier alles Metallteile sind und die total fest wirken, im Grunde genommen hilft es, sich vorzustellen, die wären irgendwie alle aus Gummi. Weil im Grunde genommen, wenn ich ja von Zehnteln oder Hundertsteln spreche, und so eine Genauigkeit hätte ich ja eigentlich gerne bei so einer Maschine, dass sich solche Aluminiumprofile hier mal ein Hundertstel oder vielleicht sogar, wenn die Kräfte sehr groß werden, ein Zehntel bewegen kann, hier, wenn ich in der Mitte dagegen drücke, das kann schon mal passieren. Das heißt, wenn ich mir immer vorstelle, wo kann sich hier irgendwas bewegen, dann hilft das manchmal zu verstehen, warum manche Dinge beim Fräsen dann doch ein bisschen ungenau werden, obwohl ja in Theorie alles total fest ist und total fest geführt wird. Fräser sind ziemlich spröde und brechen schnell mal, aber im Grunde genommen von der Metallstruktur her sind sie ziemlich ähnlich wie so ein Bohrer hier. Und bei diesem kleinen 1 mm Bohrer hier kann ich euch jetzt mal zeigen, wie das aussieht, wenn der seitlich belastet wird. Der ist nämlich erstaunlich biegsam. Also wenn ich hier eben diese Fläche fahre, dann ist der Bohrer in der Lage, sich richtig stark zur Seite zu biegen. Das kann man mit bloßem Auge ganz leicht sehen. Und so ähnlich wie sich der 1 mm Bohrer verbiegen kann, kann sich auch hier so ein 3 mm Fräser verbiegen. Natürlich viel weniger, wenn ich den jetzt irgendwie so einen Millimeter weit gebogen hätte wie den Bohrer da drüben, dann wäre der längst abgebrochen. Aber ein Zehntel oder zwei Zehntel, das ist auf jeden Fall drin. Also die meiste Biegung passiert eigentlich immer bei den Fräsern. Daher kommt auch die Empfehlung, Fräser immer so kurz wie möglich ins Futter einzuspannen. Meine OX-CNC hat hier auf der Y-Achse und auf der X-Achse einen Riemenantrieb. Bei dem Riemenantrieb, das sind GT3-Riemen, die haben runde Zähne und auch die Riemenscheiben haben runde Zähne. Das heißt, da trifft eine Rundung auf eine Rundung und drückt sich sozusagen in die Zwischenräume zwischen den Zähnen, drücken sich die runden Zähne rein. Dadurch greift bei dem Riemen weniger Fläche als bei einem richtigen Riemen mit keilförmigen Zähnen. Das heißt, die Kraftübertragung ist schlechter, aber wenn ich die Riemen ein bisschen spanne, dann ist das spielfrei. Das heißt, es ist völlig egal, ob ich jetzt meine X-Achse aus dieser Richtung oder in diese Richtung belaste. Es wird sich ungefähr gleich viel verschieben und da meine Riemen hier ordentlich gespannt sind, im Prinzip gar nichts. Das Einzige, was hier passieren kann, ist, solche Riemen, die haben, ja, die können sich ein kleines bisschen dehnen. Das ist ja im Prinzip hier so ein Gummimaterial, das würde sich normalerweise total stark dehnen, aber in so einem Riemen sind oft Glasfasern oder andere sehr stabile Fasern eingearbeitet. Könnte auch Kohlefaser sein oder so, hängt so ein bisschen vom Riemen ab und vom Hersteller. Aber diese Fasern helfen zu verhindern, dass sich der Riemen allzu sehr bewegt. Aber es ist immer ein Nachteil bei Maschinen mit Riemenantrieb, dass die Riemen sich dehnen können. Und die können sich natürlich auch umso mehr dehnen, je größer die Maschine ist, weil natürlich der Riemen, der hier langläuft, der ist ja dann auch länger. Ganz anders sieht es hier bei dieser Metallfräse aus. Die ist
mit traditionellen Trapezspindeln ausgestattet, und zwar auf allen drei Achsen. Und ich zeige das jetzt mal, wie man so eine 3D, so eine Trapezspindel, die hat tatsächlich ein bisschen Spiel, das spürt man auch. Wenn ich hier drücke und ziehe, das war jetzt vielleicht nur zu hören und nicht so gut zu sehen, weil das Spiel ist natürlich so klein wie möglich. Aber da ist ein bisschen Spiel und das kann sich durchaus bewegen. Das Spindelspiel bei dieser Maschine, würde ich schätzen, ist unter 0,2 mm, also weniger als 2 Zehntel. Aber 2 Zehntel größere oder kleinere Späne, beziehungsweise eine Ungenauigkeit von 2 Zehntel beim Metallverarbeiten, das merkt man schon deutlich. Und deswegen spielt es hier eine Rolle, wie rum der Fräser angreift. So ein Fräser hier, der ist eigentlich immer im Rechtslauf. Also die Spindel dreht sich im Uhrzeigersinn. Und die Schneiden sind so angeordnet, dass sie schneiden, wenn sie sich im Uhrzeigersinn drehen. Normalerweise, die meisten Fräser versuchen die Späne nach oben weg zu transportieren. Deswegen sind die dann auch wie so ein Bohrer, der ja das gleiche versucht, dann auch rechtsrum geringelt sozusagen. Es gibt aber auch Downcut-Fräser. Da sind die Schneiden weiterhin nach rechts, also auf eine Rechtsdrehung optimiert. Aber es geht nach unten. Das soll dann die Späne nach unten wegdrücken. Da kriegt man bei Holz keinen Ausriss. Trotzdem ist es so, dass ich immer in diese Richtung drehe. Und wenn ich jetzt hier auf der Fräse irgendein Werkstück einspanne, kann ja mal irgendwie hier so einen Arme-Block hinlegen, und der jetzt hier in meinem Schraubstock ist. Und dann habe ich natürlich die Möglichkeit, wenn die Maschine hier in so einer Ecke steht, ich kann entweder so rumfahren, das wäre Gleichlauffräsen, dann würde ich im Uhrzeigersinn um die Kanten des Objekts fahren und der Fräser würde sozusagen in die Richtung, in die auch mein Vorschub geht, immer Späne abschälen. Oder, das ist die andere Richtung, Gegenlauffräsen. Das ist gegen den Uhrzeigersinn. Da würde ich jetzt hier in diese Richtung hinten anfangen, auf der Rückseite hier nach vorne fahren, hier von links nach rechts und da wieder nach hinten. Ich erkläre das jetzt alles mal so ein bisschen vom Fräser aus gesehen. Bei der Maschine bewegt sich ja der Tisch und der Fräser bleibt stehen. Bei der OX CNC bewegt sich die Frässpindel. Fürs Werkstück ist aber das natürlich egal, was sich hier relativ zueinander bewegt. Wichtig ist nur, wie die Schneiden ins Material eingreifen. Und hier ist jetzt das Problem, wenn ich im Gleichlauf fräsen würde, dann hätte ich das Risiko, dass der Fräser ins Material greift, das Material dabei nach hinten zieht, also eine Kraft ausübt. Das ist aber die gegenteilige Kraft, die ich ausgeübt habe, wenn ich hier meine Kurbel bediene. Und das bedeutet, es ist nur die Reibung von diesem Kreuztisch, die den Fräser davon abhält, das Werkstück um die Menge an Spindelspiel, die ich habe, weiterzuziehen. Und das darf ich normalerweise bei einer Maschine wie der hier nicht riskieren. Da würde ich plötzlich dann mit einer Schneide einen riesig oder einen deutlich größeren Span, nämlich einen, der 0,2 mm größer ist als sonst, abnehmen. Und dieser Verriss wird sich mindestens in der schlechteren Oberfläche und in der Ungenauigkeit zeigen. Möglicherweise kriege ich sogar noch andere Probleme. Das kann bis zu gebrochenen Fräsern führen. Das Problem umgehe ich, wenn ich im Gegenlauf fräse. Wenn ich im Gegenlauf fräse, also jetzt hier auf der Rückseite entlang, dann greift diese Seite von der Spindel. Und der Fräser arbeitet dagegen. Das heißt, der drückt gegen die Seite der Spindel, die sowieso schon im Eingriff ist. Und auf diese Weise arbeite ich immer in die Richtung, wo im Moment kein Spiel ist. Und wenn ich immer schön im Gegenlauf bleibe, dann habe ich auf dieser Maschine eine Situation geschaffen, in der das
kein Problem ist, dass ich ein Spindelspiel habe. Allerdings muss ich damit leben, dass ich im Gegenlauf fräse. Im Gegenlauf zu fräsen hat nämlich den Nachteil, der Fräser fährt zunächst mal in einem beliebig flachen Winkel in das Material rein. Das heißt, im ersten Moment wird der Fräser sich wegbiegen, beziehungsweise die ganze Maschine wird sich so verbiegen, dass der Fräser erstmal gar keinen Span abnimmt. Die Kräfte werden natürlich immer größer, je weiter der Fräser seine Rundung folgt, je weiter er sich dreht. Und irgendwann wird es automatisch, wird die Kraft zu groß werden. Dann ist es sozusagen von der Physik her, ist es dann einfacher, dass die Schneide des Fräsers ins Material eindringt, als dass sich die eh schon verbogene Maschine noch weiter verbiegt. Und wir reden hier von ganz kleinen Effekten. Also eine Maschine wie diese hier, die ist schon sehr steif gebaut. Das heißt, da ist dieser Effekt von der Fräser verbiegt sich, zumal wenn das hier so ein 16 mm, so ein dicker Fräser ist, das ist ganz klein. Da reden wir vielleicht von einem Hundertstel, was sich der Fräser wegbiegen kann. Je nachdem natürlich, wie groß die Kräfte sind, wie dick der Span ist, den ich gerade abnehme. Ich habe aber diesen Effekt, der Fräser biegt sich weg, greift dann erst irgendwann ein und nimmt dann erst Material weg. Danach wird der Fräser immer dicker, das heißt, der Schneideprozess dürfte den Rest des Weges gut sein, aber dadurch, dass der Eingriff nicht optimal ist, dann habe ich halt leider ein etwas schlechteres Schnittbild. Und das lässt sich auch nicht verhindern bei einer Maschine wie dieser, weil Gleichlauffräsen würde immer das Risiko bieten, dass mir die Maschine in dieses Spindelspiel abhaut und dann würde ich definitiv die größeren Probleme kriegen. Auf einer CNC-Fräse werde ich wahrscheinlich, oder ist es üblich und sehr naheliegend, sowas zu fräsen wie hier. Da ist jetzt einfach eine Kontur aus so einem Plattenmaterial Alu ausgefräst und innen drin dann dadurch diese Flaschenöffner stehen geblieben. Und wenn ich in so eine Kontur reinfahre, dann habe ich ja ungefähr einen Eingriff in der Breite des Fräsers. Also dieser Kanal, den ich hier frei fräse, der ist etwa so breit wie der Fräser. Und das bedeutet, eigentlich kann ich hier weder von Gleichlauf- oder Gegenlauffräsen sprechen, weil im Grunde genommen greift der Fräser so flach wie beim Gegenlauffräsen ins Material ein und geht auch genauso flach wie beim Gleichlauffräsen aus dem Material raus. Das Problem dabei ist, ich kann dann, wenn ich auf voller Breite ins Material eingreife mit dem Fräser, kann ich nicht mehr so genau sagen, in welche Richtung wirkt eigentlich meine Kraft, weil ich ja auf der einen Seite eine Kraft habe, die in diese Richtung wirkt und auf der anderen Seite eine Kraft, die in diese Richtung wirkt. Und diese Ungenauigkeit führt dazu, dass wenn ich jetzt eine CNC-Fräse bauen würde mit einem Spindelantrieb, der ein Spiel hat bei der Spindel, so wie bei der großen Fräse, dann könnte ich nicht immer sicher vorhersagen, in welche Richtung meine Kräfte wirken und hätte immer das Risiko, wenn ich zum Beispiel so wie hier so eine Kreisbahn fahre. Da habe ich ja am Anfang vom Kreis eine Bewegung in Richtung der Y-Achse, die negativ ist. Dann habe ich so einen Scheitelpunkt und dann geht es weiter mit einer positiven Bewegung. Und irgendwo zwischendrin muss ich mein Spindelspiel überwinden. Und diesen Punkt, wo ich das Spindelspiel ausgleichen müsste, den exakt zu treffen, ohne dass es einen Unfall gibt, wo der Fräser einfach mal irgendwo eine Schneide ins Material haut und sich deswegen sozusagen von selber fortbewegt, das ist praktisch unmöglich. Deswegen haben eigentlich alle CNC-Maschinen, zumindest alle vernünftigen CNC-Maschinen, haben irgendeinen Antrieb, der ohne Spiel arbeitet, zum Beispiel wie diese GT-Riemen, die hier verbaut sind, oder, was auch geht, und die stabileren Maschinen nutzen das, Kugelumlaufspindeln. Das ist im Prinzip das Prinzip eines Kugellagers auf eine Spindel übertragen. Dadurch kann ich eine geringere Reibung haben als bei einer Trapezspindel und diese geringere Reibung kann ich dann nutzen, um einfach das Spindelspiel auf null effektiv zu reduzieren.
Das Gleichlauffräsen bei der CNC-Fräse hat auch noch den weiteren Vorteil, dass wenn ich im Gleichlauf in das Material eingreife, also wenn ich mir mal vorstelle, das dicke Stück hier wäre mein Fräser und das hier ist mein Material und ich fahre hier so drumherum, dann würde ich, wenn ich beim Gleichlauf fräsen, würde ich sozusagen hier einen guten Teil des Materials abdecken und könnte, wenn ich die halbe Fräserbreite an Material pro Umfang sozusagen wegfräse, kann ich dafür sorgen, dass ich hier einen 90-Grad-Winkel kriege, wo die Schneide vom Fräser auf das Material trifft. Und dieser 90-Grad-Winkel, der sorgt dafür, dass es zwar in dem Moment, wo die Schneide da drauf trifft, eine große Kraft gibt in diese Richtung, also auf das Material hin. Da muss ich also gut festgespannt haben. Aber das kann alles nirgends hin ausweichen. Also natürlich, der Fräser kann so ein bisschen sich hier so wegbiegen, aber auch nur ein kleines Stückchen. Und irgendwann wird das Material nachgeben. Und dann, wenn das Material nachgibt, wird es sich nur minimal bewegt haben. Und dann auch die Energie, die ins Verbiegen des Fräsers gegangen ist, die wird sich dann auch wieder lösen und sozusagen als zusätzliche Kraft auf das Material wirken. Und die Schnittkante bleibt aber an der gleichen Stelle. Und das bedeutet, ich fange ziemlich sofort, sobald die Schneide mit dem Werkstück in Berührung kommt, fängt die Schneide auch an, einen Span abzunehmen. Und das ist eine Eigenschaft, die ich eigentlich beim Fräsen immer haben will, dass ich schöne Späne erzeuge, die auch, ja, wo ich möglichst wenig Reibung einfach nur habe, wo gar kein Span abgeschält wird. Und wenn ich so flach eingreife, könnte es sein, dass ich ja einfach nur Reibung erzeugt habe und nicht wirklich was gefräst habe. Wenn ich aber im Gleichlauf fräsen immer schön mit 90 Grad Winkel mit der Schneide ins Material eintauche, dann hat das Material keine andere Chance. Es kann sich eigentlich nur abschälen. Und dann ist es nicht weiter schlimm, dass sozusagen, wenn der Fräser sich weiter dreht und einfach die Schneide dem Umfang folgt, dass wenn sie sich 90 Grad gedreht hat, natürlich ist das dann eine flache Stelle, irgendwann wird dann der Span enden. Es wird ein Ende geben, wo er nicht mehr abgeschält wird. Aber die Kraft ist besonders gering dann, weil die Schneide schneidet schon ins Material. Fürs Material ergibt es an der Stelle eigentlich mehr Sinn, sich sozusagen an der Schneide aufzuspalten und dass sich der Span dann wegbiegt und dann im Endeffekt auch in der Spannnut bleibt und dort abtransportiert werden kann, meistens nach oben oder auch einfach irgendwie von der Frässtelle weggeschleudert werden kann, von der ja doch ziemlich schnellen Drehung. Und deswegen bekomme ich mit Gleichlaufräsen, sofern die Maschine nicht total instabil ist, bekomme ich die schöneren Oberflächen als beim Gegenlauffräsen. Aber ich brauche den spielfreien Antrieb, den ich eben ja entweder mit Riemen kriege, die sich biegen können, und wenn ich dann eine steifere Maschine wie bei der anderen haben will, mit der ich auch Stahl bearbeiten kann, dann brauche ich eigentlich die recht teuren Kugelumlaufspindeln. Und ihr sagt jetzt wahrscheinlich, ach Pina, du Schlaumeier, jetzt hast du einen schönen spielfreien Antrieb bei deiner CNC-Maschine für die X- und Y-Achse. Was ist denn mit der Z-Achse? Ich sehe doch genau hier hinten, ist eine Trapezspindel drin und die bewegt doch hier die Z-Achse. Das stimmt. Ganz viele CNC-Maschinen haben eine Trapezspindel für die Z-Achse. Und diese Trapezspindel hat wie alle Trapezspindeln ein Spindelspiel. Und das bedeutet, im Prinzip kann die sich hier ein ganzes Stück nach oben bewegen. Und weil das hier ein bisschen eine steilere Spindel ist, kann sich das sogar mehr nach oben bewegen als bei der Metallmaschine da drüben. Aber bei dieser Trapezspindel ist das Gewicht von dem Aluteil hier, wo das alles drin läuft, das Gewicht des Spindelhandlers und vor allem das Gewicht des Fräsmotors. Die drücken immer nach unten. Und
wenn man sich die Geometrie von Fräsern anguckt, dann ist es so, die meisten Fräser sorgen nicht unbedingt dafür, dass es starke Kräfte gibt, die den Fräser nach oben drücken. Und deswegen reicht es meistens aus, dass dieser Teil der Maschine hier ein gewisses Gewicht hat, damit ich ein ganz vernünftiges Schnittbild kriege, obwohl ich mir hier die Kugelumlaufspindel für die Z-Achse gespart habe. Wenn ich aber sehr steife Materialien mit Stahl bearbeiten wollte, mit einer CNC-Maschine, dann würde ich schon empfehlen, dass auch die Z-Achse eine Kugelumlaufspindel hat, weil, wenn der Fräser eine Chance hat, in irgendeine Richtung auszuweichen, wird er das irgendwann wahrscheinlich auch tun. Und zwar umso mehr, je härter das Material ist. Das heißt, bei Stahlbearbeitung, wo ich tendenziell auch mit kleinen Spänen arbeiten muss, da sollte die Maschine tatsächlich in jede Richtung stabil sein und in keine Richtung ausweichen können. Und da wäre so ein Spindelspiel hier in der Z-Achse, wäre dann ein Problem. Bei Alu-Bearbeitung auf der Ox-CNC habe ich die Erfahrung gemacht, das geht hier alles gut. Alu ist weich genug, das Ding hier ist durchaus schwer genug und ich habe da nicht gemerkt, dass sich irgendwie der Fräskopf abheben würde. Ich habe allerdings auch nicht versucht, beliebig kleine Tiefenzustellungen zu machen. Also ich würde euch empfehlen, wenn ihr eine Maschine in dieser Art habt, und da gehört eine Mostly Printed CNC oder eine Stepcraft oder so, die gehören da alle dazu in diese Kategorie. Nehmt mindestens 0,2 mm Tiefenzustellung. Weil wenn die Späne zu flach werden würden, dann könnte es passieren, dass es für den Fräser einfacher ist, anstatt einen Span wegzuschälen, dann eher die ganze Spindel abzuheben. Und dann habt ihr ein Problem, weil das wird zu Ungenauigkeiten führen in der Höhe und durch die ganze Reibung, die auch nicht von dem Span, also die Hitze, die bei der Reibung entsteht, wird nicht von dem Span abgeführt, sondern es reibt ja nur der Fräser auf der Oberfläche und diese Wärme, die wird den Fräser erhitzen und eventuell glüht er euch aus und dann ist die Schneide nicht mehr scharf und wird ruckzuck stumpf und das ist ein Teufelskreis. Da kommt ihr nicht mehr raus, am Ende ist der Fräser stumpf und ihr könnt nichts mehr mit dem machen. So, ich hoffe, ihr habt jetzt was mitgenommen und wisst jetzt genau, warum es okay ist, dass so eine handbetriebene Maschine wie die hier im Zusammenhang mit Gegenlauffräsen durchaus ganz ordentliche Ergebnisse geben kann und man vielleicht ein bisschen Geld sparen kann, indem man sich die Kugelumlaufspindeln spart, aber dass das keine Option ist für die CNC-Maschinen. Und wenn man das mal verstanden hat, dann weiß man auch so ein bisschen, worauf man dabei achten muss. Und weiß auch zum Beispiel, so eine Maschine wie die hier, wenn ihr die zum Beispiel gebraucht, irgendwie günstig kriegt und wollt ihr auf CNC umbauen, dann müsst ihr bedenken, dass ihr die Spindeln austauschen müsst gegen Kugelumlaufspindeln und das ist durchaus ein Kostenfaktor, den müsst ihr bedenken bei euren Umbauplänen. Bis dann, ciao!